Willkommen zurück auf meinem Kanal RPG-Fan. In der letzten Folge bin ich ja hier im Schloss der Dalgalars gelandet und der Eingang war versperrt und Kalia, meine Begleiterin, die hat vorgeschlagen, dass wir einen Seiteneingang finden. Und gerade war ich auf der Suche nach einem und hatte sogar eine Vision gehabt. Mal schauen, was sich daraus ergibt. Also, in der Vision glaube ich, dass ich eben Dalgalar gesehen habe. Du meinst in einer Vision? Aber wie das? Ich dachte, alles, was du siehst, stammt aus der Zeit der Pyrrhea. Dachte ich auch, aber es war er. Ich bin mir sicher, er hat mit einer Frau gesprochen. Die Apothekare haben wohl aufgehört, ihn mit Leichen zu versorgen. Das dürfte die Jagdaufträge erklären, von denen die Dörfler erzählt haben. Aber wofür hat er so viele Kadaver benötigt? Für den Engel? Naja. Sehen wir uns erstmal nach. Warte, hörst du das? Oh. Und es geht schon wieder weiter. Irgendwelche. Shit. Oh Gott. Was passiert da? Moment. Aha. Alle Untoten sind auferstanden. Moment. So. Schattenzunge werde ich schon mal vorbereiten. Hier ein Geisterbär. Okay. So können wir doch kämpfen. Okay, der hat mich gesehen. Dann hier vielleicht mal ein Fläschchen für dich. Schade. Das Fläschchen war umsonst. Oder vielleicht auch nicht. Nee, das war nicht ganz umsonst. Mindestens einen hat es dann erwischt. So, jetzt muss ich ein bisschen wegrennen. Die sind, obwohl die von meinem Schattenzungenöl erwischt wurden, sind sie doch nicht so langsam wie erwartet. Da wurden sie jetzt. So, jetzt läuft der Ball rein. Komm. Ja. Oh Gott. Wo ist eigentlich Kalia? Die hat es leider erwischt. Das ist nicht gut. Versuche ich es jetzt eben einfach mit meinen Tricks. Also Schattenzungenöl und so weiter. So. Okay, Kalia hat es wieder erwischt. So. Hier noch ein Fläschchen, komm. Ich habe keins mehr. Muss ein bisschen warten. Aber jetzt, oder? Ja. Sehr gut. Da fallen die beiden auch schon. So, den hier habe ich, glaube ich, gleich. Sehr gut. Was? Das ist unglaublich. Ja, ihr habt's gehört, es war einfach nur ein kritischer Treffer, den er da gelandet hat. So, und alles aufs Neue. So. Hier direkt neben mir einer wieder. Aha. Also mit kritischem Treffer können die mich quasi fast one-hitten, wie ich gerade gesehen habe. Das ist echt krass. Oh, was war das jetzt? Ah, das war. Eieiei, das war falsch. Ich wollte eigentlich Schattenzungenöl werfen. Aber jetzt. Ah, komm, dass ich wenigstens einen erwische jetzt. So, wir haben gesehen, die dürfen mich eigentlich nicht treffen. Das kann tödlich enden. Ah, der liegt schon wieder da. Ah, gleich trifft er mich. Vielleicht jetzt speichern, wo ich schon ein paar von denen ziemlich erwischt habe. Den da. Ja. Und die rennen mir hinterher. Ohne Ende. So, jetzt. Nehmen wir ein Geschenk. Ja. Oh. Mein Schicksal von vorhin darf sich nicht wiederholen. Oh Gott, die sind schnell. Aha, Kali ist wieder da.
So, dann vielleicht jetzt noch ein Mana-Trank. Und noch einen weiteren Helfer widerrufen. Komm, komm, komm. So. Vaikalia ist wieder weg. Ah. Gott, und den Geisterbär haben die auch schon erlegt. Unfassbar. Oh Gott, die können wirklich was, ne? So, eins und... Ach komm, jetzt erwischst du mich nicht. Wo? Moment. Ah, da. Komm. Ja. Oh Mann, was hätte ich nur ohne Schattenzungenöl gemacht? Ich weiß es nicht. Und Schlüssel zu Schloss Dalgalars. Das heißt, ich kann jetzt rein. Wir haben den Schlüssel schon mal gefunden. Deine Vision muss wohl irgendetwas... Oh, Entschuldigung. ...gelöst haben. Aha. Jedenfalls können wir uns jetzt auf Widerstand einstellen. Komm, lass uns den Schlüssel finden. Ich möchte mir das hier nicht unnötig lang ansehen. Da freue ich mich doch schon auf die Untoten. Und nur 3 Sterne, aber so stark sind sie. Dann lass uns hineingehen. Also vielleicht mal was essen. Was langfristig meine Lebensenergie regeneriert. Und dann gehen wir mal rein. So, hier vielleicht noch mal ein paar Pfeile. Aha. 25, das ist doch mal was. So, und hier war die Tür, die wir jetzt öffnen können. Ikaria, bist du ready? Benötigt deinen Schlüssel. Ich hoffe bloß, dass hier nicht alles voller Untoter ist. Gut. Versuchen wir von hier aus irgendwie in die Haupthalle zu kommen. Dann sehen wir weiter. Also man hört die schon. Man hört die schon. Es sind auf jeden Fall welche dabei. Kalia, vielleicht machst du mal deine Fackel aus. Also ich muss dahin. Aber irgendwo hier höre ich einen Untoten. Ist das da einer? Okay, der ist auch wirklich tot. Der ist nicht untot. Ja, da wahrscheinlich auch. Auch eine Frage, was ist hier passiert? Warum sind hier so viele Leichen? So, Bücher. Handbuch der Träume und Visionen. Ah. Nehmen wir mal mit, sowas habe ich glaube ich noch nicht. Die Götter. So, Entropie. Band 2 des Reisenden habe ich schon. So, okay. Ah, endlich mal wieder ein Gesundheitstrank. Und da ist, glaube ich, noch was zu holen. Oder? Ja. Ja, das ist doch nicht euer Ernst, Mann. Sind die jetzt alle da auferstanden, oder was? Gott. Das ist doch... Oder sind es nur 2? Okay, ich glaube, es sind nur... Nee, es sind mehr als 2 auf jeden Fall. Jetzt sind es 2. Oh Gott. Und hier im engsten Raum. Nee, das ist wirklich schlecht. Das ist... Oh Gott. Weg. So, tut mir leid, ich muss raus. Das geht nicht. Oh, und diese... Naja, gut. Na. Naja, zumindest kann das funktionieren. Zumindest kann das so funktionieren, wenn ich da rausrenne. Weil da im engsten Raum habe ich doch wirklich keine Chance. Das ist... Scheiße. Ein guter Speicherpunkt, sage ich da nur. Aber okay. Wir haben ja einen Genesungstrank. So, Mana-Trank erstmal nicht, denn wir haben genug Mana. Hier vielleicht ein bisschen Ablenkung. Dann, ach ne, scheiße, was mache ich denn? Dann Schattenzungenöl. Und Bogen. So. Ja, ich muss immer schauen, ob mir irgendwie hinter mir keiner steht oder so. Komm, Kalia, halte durch. Einer. Ja. Und der zweite. Das waren alle. Nee, Kalia, das waren nicht alle. Da sind noch einige drin, glaube ich.
Denn das waren deutlich mehr als nur die zwei, die uns gefolgt sind. Okay, aber jetzt sind es wieder weniger drinnen. Und die haben wieder keine Ahnung, dass ich reinkomme. Jetzt. Ja, da legt er sich wieder hin. Bist du denn auch dort? Nee, das ist er bestimmt nicht. Kann ich ihn jetzt? So, Moment, was? Okay. Irgendwann stimmt doch gerade nicht. Ich habe keinen Fadenkreuz gerade. Wo ist denn mein Fadenkreuz? Komisch. Soll es so? Oder soll es so nicht? Also, soll ich diese Schatulle vielleicht hier nicht anfassen oder so? Und gerade als ich sie geöffnet habe, sind die alle auferstanden. Und jetzt liegen sie so, als wären sie tot. Sind sie aber, glaube ich, nicht. Ja, und hier die nächste Schatulle. Okay, Moment, irgendwas stimmt nicht. Ich habe keinen Fadenkreuz. Und ich glaube, ja, es also ist irgendein Bug, denn ich kann auch keine Gegenstände nehmen. Das ist doch... Hä? So, jetzt. Okay. Ich habe... An dieser Stelle habe ich gerade nicht geschnitten. Das ist gerade wirklich passiert, das, was ihr gesehen habt. Aha, der ist wirklich dort, okay. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Irgendein kleiner Bug. Ich speichere lieber jetzt, nach dem Bug. So, Pfeile nehme ich nur dankend mit. Oh, noch 25. So, jetzt aber. Kann ich die jetzt öffnen, oder? Ja. Nur wegen 35 Groschen. Euer Ernst? Soll ich die andere anfassen? Oh, die ist sowieso leer, okay. Leeres Pergament. Da geht's nach oben, da geht's nach unten. Naja, ich gehe jetzt einfach mal dahin, wo der Questmarker hinzeigt. Nur kurz mal hier reinschauen. Aha. So, Mentalismus. Und naja. Lassen wir alles liegen. Hier auch nichts. Ja, ich schleiche jetzt. Ich habe wirklich jetzt wieder ein bisschen Schiss, rumzurennen. Ah, hier kommen wir also nicht so einfach weiter. War ja auch klar. Wir müssen also entweder da oder da lang. Entweder nach unten oder nach oben. Ich schaue jetzt erstmal hier hin. Hier ist auch zu, aha, auch dicht. Das heißt... Und ich höre jetzt schon, da ist jemand wieder, ein Untoter. So. Und er hat mich sofort entdeckt. So, Schatten zu mir haben wir. Dass der mal wegfetzt. Mhm. So, Nummer 2. Ein Bogenschütze. Das ist leicht. So. Und der dritte ist auch ein Bogenschütze. Bogenschützen sind wirklich willkommen. Die sind schwach, aber haben immer Pfeile für mich. Mindestens 20 Stück. Das ist immer schön. Denn ich bin hier wirklich ohne Pfeile aufgetaucht. Also, beziehungsweise mit wenigen. So, noch ein Genesungstrank. Hier geht's... Aha, okay. Hier ist wieder verbarrikadiert durch den Schnee. Okay. Da steckt er sie hier hinter seinem Bett. Was haben wir in der Truhe? Ein Amethyst. Okay. Und Ziegenhaut. Lassen wir. Aha, hier noch einer. Und ein kostbarer Stein, aber hier wenigstens wieder ein Trank. So, was haben wir hier? Bericht eines unbekannten Reisenden. Haben wir schon. Und da ist Frostgift. Rolle der Seenfalle. Okay. Aha, hier noch ein bisschen Geld, oder? 30. Immerhin. Okay. Hier wieder ein bisschen vorsichtiger.
Da kommen wir nicht durch, oder? Nein, 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 nein. Ich habe gedacht, vielleicht kommt man da dann durch und da ist irgendwas versteckt. Was Schönes, was wir holen können. Wir können ja die Dinger nicht abschießen, oder? Nee. Aber ist mein Pfeil weg? Okay. Ah, jetzt habe ich mich doch erwischen lassen. Ja. Na komm. Da sind sogar zwei ziemlich starke Feinde. Okay. Das waren alle. Diener. Okay. Oh, also es wimmelt hier einfach alles so von Untoten. Das Leben des Torgan Whisperzunge, Band 1. Aha, das habe ich glaube ich gar nicht. Nehme ich mal mit. Vielleicht werde ich das mal lesen. So, die magischen Disziplinen, bla bla. Aha. Okay. So, lyrische Ergüsse und andere Fluide. Ein Leitfaden zu Prinz Mits Poesie. Weiß ich nicht, ob ich das schon habe. So, Entropie. Hungertage, Buch 5. Und hier haben wir. Okay. Gut, aber wir kommen in diesem Zimmer nicht weiter. Wie denn dann? Ach so, ja. Ist ja klar hier. Wie denn dann? So. Das Leben des Torgan Whisperzunge Band 2. Die magischen Disziplinen. So. Haupthalle. Oh. Und hier in der Haupthalle sind bestimmt noch ein paar Untote. Wow. Was für ein Anblick. Siehst du irgendwas mit deiner Gabe? Nein, noch nicht. Hast du eine Vorstellung, wo der Stein oder dieser Engel sein könnte? Nein, aber vermutlich haben wir in seinem Gemach die besten Chancen. Das dürfte die große Tür in der Mitte sein. Aha. Dann schauen wir doch mal. Ist das hier? Ist, glaube ich, eine Löwenstatue. Schauen wir gleich. So. Fackel habe ich noch ein paar. Ja. Hat so ein bisschen was von Verschlossen, ägyptischer natürlich. Aber Architektur. gut, was kann man bei einem Einbruch auch anderes erwarten? Okay, da ist Mal verschlossen. sehen. Und hier ist ein Forschungsraum. Vielleicht müssen wir gleich sogar durch den Forschungsraum irgendwie hindurch. Kalia, was Es verstehst du? ist ein magisches Schloss. Einer der Magister hat uns mal ein ähnliches gezeigt. Man braucht Losungswörter, um es zu öffnen. Oh nein, okay. Zwei Stück, wie es scheint. Seufzen, na großartig. Und wie kommen wir an diese Lösungswörter? Das könnte schwer werden. Aber mit Sicherheit waren es Wörter, die Dalgalah etwas bedeutet haben. Wenn es uns irgendwie gelingt, mehr über ihn herauszufinden, dann haben wir vielleicht eine Chance. Ansonsten müssen wir einen anderen Weg hochsuchen. Okay. Lass uns die beiden Türme links und rechts von hier durchsuchen. Viel anderes bleibt uns ja nicht übrig. Ja, zwei Türme, zwei magische Wörter, die wir brauchen. Und hier natürlich verschlossen. Ja. So, dann gehe ich erstmal hier hin, wo ich ja gerade schon war. Und zwar Forschungsraum von Dalgalar. Woran hat er gefunden? Also hier werden bestimmt viele Leichen sein, denn er war irgendwie eine Art Entropist, ne? Das muss wohl so etwas wie sein Labor gewesen sein. Da rennt sogar einer. Da rennt noch einer rum. Oh Mann. Oh, war ja klar, dass die alle aufstehen werden, verdammt. Es sind schon fast zu viele. Okay, der fetzt erstmal weg.
Aber das sind wirklich zu viele Leute. Das, also wie soll ich im engsten Raum mit so vielen kämpfen? Das ist doch bekloppt. Ja, die kommen mir hinterher. So, dann fetze mal weg, du auch. Ja. Oh mein. Ich weiß es nicht. So, wo ist der? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kalia, wo bist du? Ich brauche dich. Mann, wo ist der Ausgang? Wie bin ich hier hingekommen? Verdammt. Ah! Oder vielleicht kann ich die austricksen. Moment, Kalia, du bleibst hier. Ich gehe dahin. Ja, vielleicht kann ich die austricksen, weil, come on. Ah, nee. Das ist super ausgetrickst. Ja, das war's. Wow. Leute, ich weiß nicht, 3 Sterne, ja? 3 Sterne soll diese Quest haben, heißt es. So. Hast du sie? Kalia. Okay, das war einer. Ah, ein viel weniger ist auch gut. So, Moment, Objekte. Gott, wie soll ich denn die alle besiegen? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall habe ich jetzt wieder natürlich Erinnerungspunkte zu vergeben und ich wollte die unbedingt an das Seelennetz wollte ich diesen Punkt vergeben. Aber vielleicht kann ich mich jetzt in dieser Situation irgendwie auf eine andere Weise stärker machen. Moment. Also Meditation. Schauen wir mal. Ich könnte natürlich, jetzt brauche ich wirklich erstmal, glaube ich, was anderes. Vielleicht könnte ich, war das? Vielleicht könnte ich Schattenzungenöl verbessern. Ich benutze das ja die ganze Zeit. Und hier werden sie sogar um 25% langsamer, ja? Das ist doch richtig was. Dann muss die Sache mit dem Netz der Seelen doch warten. Mann, dann wieder weiter. Braumeister, also nur so sinnlose Sachen, die mir jetzt nicht helfen werden. Und Netz der Seelen. Novize, was war das nochmal? Ach ja, genau. Netz der Seelen wäre halt die nächste Stufe schon. Seelen ermöglicht, so Stufe 1, Stufe 2 ermöglicht es euch für 50 Sekunden Seelen der Stufe 1 bis 4 sogar, ja, zu sehen. Ah, Mann. Ich versuche es jetzt nochmal, ohne den Punkt für Schattenzungenöl auszugeben. Vielleicht schaffe ich das so. Gut. Dann, Moment, ich muss mich mal orientieren. Da bin ich hier reingelaufen. Okay, da musste jetzt ein Draug weniger sein. Wir haben ja einen umgenietet gerade. Die anderen liegen aber, als hätten wir sie getötet. Oder ist es so, wenn sie quasi da wiederbelebt werden, dann ist es nicht für eine, also nur für eine kurze Zeit, weil es ist auffällig, das passiert schon zum zweiten Mal, dass ich die alle eigentlich nicht getötet habe und trotzdem liegen sie alle. Oder merkt das Spiel einfach, oh, der musste neu laden, das heißt, die sind jetzt auf einmal alle tot, dann wird es für ihn leichter. Ich weiß es nicht, woran es liegt, dass die jetzt alle liegen. So, Feuerelementar rufen, ui. So, Runenhelm. Und hier, Feuerblitz, haben wir schon. Kostet aber 95 und wiegt nur 1, also nehmen wir trotzdem mit. So, okay, also keine Draug mehr. Keine Draug, ich meine keine, wie heißen die? Verlorenen oder so mehr hier. Feuerschutztrank. Die heißen ja in diesem Spiel nicht Draug. Ist das vielleicht eines der Symbole, Kalia? Nein? Okay. Ist auch interessant, woran er hier geforscht hat. Also auf jeden Fall an Menschen, an anderen Kreaturen. Grabesfluch.
dir ein Schlüssel sogar. Schlüssel zu Schloss Dalgalla, Forschungsturm. So, Mann. Gibt es einen Grund, dass du dich versteckst, Junika? Verzeiht, Meister. Ich wollte mit euch sprechen. Natürlich wolltest du das. Was bedrückt dich? Es. Ach, da. Verzeiht meine Worte. Aber die jüngsten Entwicklungen beunruhigen mich. So? Ihr habt euch verändert, Meister. Täglich kommen die Kranken an unsere Tore und bitten um Hilfe. Aber ihr verbietet uns, ihn zu öffnen und verbringt stattdessen jede freie Sekunde eurer Zeit mit dem Mädchen. Und jetzt mit welchem Mädchen? Kennt ihr denn die Sagen nicht? Ihr solltet... Geh und pack deine Sachen, Julika. Was? Ich mache mir doch einfach nur Sorgen. Ich weiß. Und dafür danke ich dir. Nun geh. Deine Lehrlingschaft ist vorüber. Aber... Geh! Okay, Kaili, ich habe wieder eine Vision gehabt. Hast du was dazu zu sagen? Wir müssen weiter hoch, Sahira. Ich habe den Schlüssel und hatte wieder eine Vision. Schon wieder? Was hast du gesehen? Du hattest recht. Mit deiner Vermutung, Dalgalla hat mit dem schwarzen Stein experimentiert. Das scheint auch der Grund für seine Abschottung gewesen zu sein. Ja, das hat er. Deshalb wurde er irgendwann auch einfach vergessen, schätze ich. Aber gut, jetzt haben wir zumindest schwarz auf weiß, dass wir keiner falschen Fährte folgen. Komm, vielleicht finden wir oben mehr. So, okay, warte mal, Kalia. Vielleicht habe ich hier was Schönes. Aha, nichts zu nehmen. Okay. Gott. Also, wir haben ja auch vorhin gesehen, hier ist irgendeine Person auch rumgerannt. Das sieht einfach alles so krass aus da, sodass ich das Gefühl habe, dass ich irgendwas Wichtiges verpasst habe. Zum Beispiel habe ich schon in diese Truhe geschaut. Ja, oder? Ja. Na gut. Benötigt den Schlüssel habe ich auch, von daher rein da. Oh Mann, das sind jetzt schon wieder verlorene bestimmt. Warte. Okay. So, ich werde jetzt hier nicht alle Schränke durchsuchen. Nee, nee. Also nicht alle Bücherschränke. Das war ein Arkanist der sieben Tossa. Hier auf Enderei sind seine Lehren verboten. Scheint, als hätten Dalgalla für den Engel Kräuter und Lichtmagie allein nicht mehr gereicht. Aha. Ja, ja, Kali, es scheint so. So, hier nichts Interessantes. Okay. Ah, was? Moment. Nee. Hier auch nicht, okay. Gut, dann hoch auf den Turm. Oh, okay, man muss aufpassen. Es ist, wow, die Treppe ist ja gut gemacht. Man kann sich richtig den Hals brechen, wenn man zu schnell läuft. Lauter anatomische Modelle. Ja, ausgestopfte Tiere hier. Mich wundert nicht, dass er und der Bund der Apothekarii ihre Meinungsverschiedenheiten. Aha, Menschenfleisch. Bei dem da auch Menschenfleisch. Schön getrocknetes Menschenfleisch, oh Mann. Aha, Steintafel. Aleus Niger, schwarzer Troll. Und wahrscheinlich seine wissenschaftliche Bezeichnung. Was? Okay. Und hier geht's dann weiter zu Schloss Gala, Forschungsturm. Also mittlerweile habe ich richtig Angst, Türen zu öffnen. Gut, hier scheint erstmal niemand zu sein. Ja, hier ist kalt. Schiebetür. Aha, okay. So, dass hier jetzt keine Fallen sind. Das ist kein Labor, das ist eine Gruft. In der Gruft ist das? Einzelteile, Goldbarren, zwei Stück, Leersalz, Rolle, Voltat.
Aha, 70 Punkte Lebensenergie werden geheilt. Geil, ein Heilungszauber. Hier können wir sogar hoch oder was? Was ist das? Aber es hat keinen Sinn. Okay. Kirash, jetzt wissen wir, dass es wirklich nicht bei Kleintieren geblieben ist. Aber was ist das für eine Flüssigkeit, in der die Körper schweben? Moment, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Gute Frage, aber ich habe sie im Anwesen des alten Mannes in seinem Sanktum schon einmal gesehen. Sie scheint Körper in eine Art Stase zu versetzen. Hm, verstehe. Ach so, da. Das? Ein Kristall, aber aha, so matt, als wäre ihm alle Energie. Oh, okay. Entzogen worden. Vermutlich war das eine Art Test für das Experiment mit dem schwarzen Stein. Was meinst du? Ja. Okay, also er scheint daran geforscht zu haben, die Energie von Kristallen irgendwie auf organisches Leben zu übertragen. Dasselbe hatte er wohl mit dem Stein vor. Was? Ich habe es eben gesehen. Diese Leichen hier. Er muss mit ihnen experimentiert haben. Ich glaube, er wollte sie wieder zum Leben erwecken. So eine Art Frankenstein. Aber wozu? Dann wäre der Engel eine Art Extraktor? Das wird immer konfuser. Komm, lass uns nach der zweiten Losung suchen. Okay, die erste Losung haben wir aber schon, okay. So. Ja gut, das hat sich gelohnt. Lebensdrang, Magieschutz. Ah, natürlich. Wir sind überladen mit lauter Büchern und Sachen. Ja. So, die Kirasse trage ich. Nicht, dass ich nochmal etwas wegwerfe, was ich gerade trage. Ah, vielleicht hier unter Waffen irgendwas. Zwei Stäbe. Oh Mann. Ah. Ja, dann hier ein neremesischer Schild. Tschüss. Gut. Ich glaube, hier ist nichts mehr zu holen. Hier habe ich ja schon reingeschaut, war? Genau. Na gut. Dann geht's in den nächsten Turm. Und der ist bestimmt voller Untoter wieder. Hm. Oh Gott. So, dann die sichere Treppe wieder. Mhm. Erinnert mich so ein bisschen an so ein Baustellengerüst, wo man auch immer wieder Lücken hat, wo man eventuell runterfallen könnte, wenn man nicht aufpasst. So. Also, ich muss zu dem anderen Turm. So, hier die ganzen Untoten. Ich frage mich wirklich, warum die gestorben sind. Werden die wirklich nur für eine kurze Zeit gerufen, quasi? Das heißt, wenn in diesem Raum gleich Untote sind, dann kann ich einfach... Dann muss ich mit denen nicht unbedingt kämpfen, sondern einfach ein bisschen rumrennen und schon haben wir es, oder was? Also, Schloss Dalgarlar, Speisesaal. Hallo? Die scheinen keine Untoten mehr zu... Ah, doch. Da liegen welche und wenn da welche liegen, dann werden sie wahrscheinlich... Oh ja, ich kann ihn nicht looten, das bedeutet, er wird auferstehen. Also 1, 2, 3. Schon wieder zu viele einfach. Wobei, wenn es 3 bleiben... Aber nein, 4. Ja, natürlich. Was für eine Überraschung.
Oh Gott, das ist sogar was anderes. Da sind ja gar keine Untoten. Boah, sondern diese krassen Dinger. Die wahrscheinlich nicht mehr ausrutschen auf meinem Schattenzungenöl. Okay. So, Schattenzungenöl. Ich versuch's trotzdem, weil bisher konnte alles ausrutschen, was sich bewegt. Und natürlich steht er direkt vor der Tür und haut mir voll auf die Fresse. So, und Schattenzunge. Es bringt nichts. Aber immerhin, wir haben sie besiegt. Und das war's? Wirklich? Kalia? Wo bist du? Oh Mann, diese Untoten werden doch gleich auch auferstehen. Ich weiß es. Ich weiß es einfach. Ah, okay, hier glaube ich nichts zu. Was haben wir hier? Griechische Handschuhe des Kampfmagiers. Bestimmt irgend so ein Set. Aha. Aber es sind, glaube ich, bestimmt Handschuhe, die... Welche habe ich an? Moment. Ich habe einfach nur Einlederhandschuhe. Das heißt... Also, Pirische. Aha. Elementarzauber kosten 12% weniger Mana. Ich benutze zwar keine Elementarzauber, aber es ist leichte Rüstung. Und es ist besser als meine, also nehme ich die. Klar. Warum nicht? Ah. Okay, dann weiter. Ich habe irgendwo Kalia verloren. Ich hoffe, die kommt mir jetzt doch hinterher. Gott, macht der Krach, obwohl das nur ein Geisterbär ist. Hat er ziemlich schwere Schritte. Leider Schrank, da ist nichts. So, Rolle der Seelenfalle. Oh, hier ganz viele... Oh, ich habe schon wieder ins versinkende Helm genommen. Ganz viele Rollen der Seelenfalle. Auffällig viele. Der hat also nicht nur an Leichen geforscht, sondern anscheinend auch versucht, die Seelen einzufangen. Ich verstehe nicht, wo Kalia ist. Wo habe ich die verloren? So, das Leben, na gut, habe ich doch, oder? Lehrbuch Schleichen, Geselle. Das benutzen wir doch gleich. Endlich mal, ich habe schon so lange keine Lehrbücher gefunden, die mir auch was bringen. So, um einen Punkt erhöht. So, wieder Band 1. Ich weiß nicht, habe ich Band 1 oder Band 2 gefunden? Ich nehme jetzt noch dieses Buch. Nicht, dass ich ihn doch nicht habe und dann am Ende es nur bereue. So, was ist hier? Hier komme ich natürlich nicht durch. Das heißt, ich brauche eigentlich Kalia hier. Wo ist sie denn, Mann? So, mal schauen. Vielleicht werde ich an dieser Stelle schneiden, weil das ist jetzt nicht so interessant zu schauen, wie ich hier jetzt Kalia suche. Es ist doch... Was zum Henker war das denn? Ach so, die wurde dahin teleportiert, oder was? Gute Frage. Ich schätze, es hat irgendwas mit Dalgalas Experimenten zu tun und mit dem, was hier passiert ist. Ja, vermutlich. Aber das ist kein gewöhnliches Elementarwesen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ach nee, sie redet über das Elementarwesen. Lass uns einfach auf der Hut sein. Okay, ich verstehe noch nicht ganz, was hier passiert ist, warum sie jetzt hier war. Als sie gerade sagte, nach dem Motto, was zum Henker war das, dachte ich, dass es normal ist, dass sie einfach hierhin teleportiert wurde oder so. Aber nein. Sie hat wirklich über das Wesen gesprochen. Ich weiß es nicht. So, wir sind fast da. Speisesaal. Ah, da bist du ja. Komm, gehen wir. Das ist Kalia, Mann. Mann, Kalia, was? Warum tust du mir das an? Ach, da bist du ja. So. Dann war jetzt hinter dieser Tür. Hinter dieser Tür war dann das, was ich Kalia. Wo gehst du hin, Saira? Das ist nicht der Weg. Wie, das ist nicht der Weg? Ich warte hier so lange. Kalia, Mann, wie?
Komm mit. Bitte. Gut, Leute, wir sind hier also an dieser Tür angelangt. Oh ja. Das sieht mir nach Sternlingswerk aus. Ohne. Aha. Gut, jetzt läuft endlich alles wieder den richtigen Weg. Ja, Mesa. Beziehungsweise auf die richtige Weise. Ich verstehe. Dann gebührt euch mein Dank. Wir sollten anstoßen. Tirmatraler Brandwein. Ich muss gestehen, dass ich kein Freund des Alkohols bin. Aber hab Dank. Ach. Na schön. Worauf trinken wir? Auf unsere Zusammenarbeit? Auf unsere Zusammenarbeit. Und auf eine Welt frei von Leid. Jetzt fesseln ihn weg, oder was? Gut. Auf unsere Zusammenarbeit und eine Welt frei von Leid. Ist bestimmt vergiftet. Und, oh ja. Vorzüglich. Wirklich. Und Bank tot. Unter uns, Herr. Warum die Barriere? Was habt ihr da oben gelagert, dass euch eine Festung aus Nordwindstein nicht genügt? Etwas Wertvolles. Und etwas sehr Zerbrechliches. Verstehe. Nun ja. Jedenfalls wird. Verflixt und zugeschraubt. Das bin ich plötzlich müde. Ja. Ich glaube, die ganze Arbeit ist mir ein wenig zu Kopf gestiegen. Ja, Mesa, ihr solltet euch schlafen legen. Und verzeiht mir. Ich werde für eure Familie sorgen. Darauf habt ihr mein Wort. Was meinst du? Ach, Samuel Dalgala, warum hast du das getan? Ich muss die... Okay. Es tut mir leid. Mehr über den Mechanismus zu wissen, wird das schwer. Man braucht irgendein Gerät und eine Zeichenabfolge. Und selbst, wenn wir das Gerät finden, die Abfolge hat Dalgala vermutlich mit ins Grab genommen. Was? Du hattest wieder eine Vision. Ja, Dalgala hat diese Mauer und die Barriere von einem Sterlingstüftler entwerfen lassen und ihn danach vergiftet. Vergiftet? Wieso? Also, ich weiß es nicht. Vielleicht wollte er verhindern, dass irgendjemand außer ihm diese Abfolge weiß oder keine Ahnung. Jedenfalls wird mir dieser Kerl unsympathischer, je mehr ich über ihn erfahre. Vielleicht war er doch nicht der Held, für den du ihn hältst. Oh, das ist doch gut. Ich weiß nicht. Dalgala hat sein Leben mehr als einmal aufs Spiel gesetzt, als er Kranke behandelt hat. Vielleicht solltest du mit deinem Urteil warten, bis wir den Grund für all das kennen. Es muss irgendwie mit dem Engel zusammenhängen. Die Frage ist nur, wie wir jetzt hier weiterkommen. Wir haben weder dieses Gerät noch, glaube ich, dass Dalgala die Abfolge niedergeschrieben hat, wenn er dafür bereit war, einen Menschen zu töten. Aber es muss einen Weg geben. Sehen wir uns mal um. Also sie glaubt natürlich daran, immer noch daran, dass Dalgala ein Guter war. Ist ja auch klar, die hat ja die ganzen Visionen nicht gesehen. Ein Durchbruch. Ein was? Vielleicht könnten wir den Mechanismus mit Gewalt stoppen. Aber wie? Warte. Ja, das könnte funktionieren. Stirnrunzeln. Weih mich ein. Vorhin, als wir die Fässer aus dem Lager hochgerollt haben, habe ich noch einen Beutel Schwarzpulver mitgenommen. Ich dachte, er könnte uns nützlich sein. Hier, Magistra Jaela hat mir einmal diese Spruchrolle gegeben. Mit dem Zauber könntest du den Beutel durch den Bruch in das Getriebe werfen. Den Rest erledigt dann ein Brandpfeil. Telekinese. Ausrüsten, linke Hand. So, jetzt speichern, damit nichts schief läuft. Und. Genau, linke Hand. So. Und jetzt. Und, hopp, nein. Okay. Kann ich nochmal? So, und jetzt aber. Komm. Ja.
Jetzt such dir einen Bogen und schieß einen Brandpfeil so, dass er in das Getriebe fällt. Da verlangst du aber vieles von mir. Versuch einen seitlichen Einschusswinkel, sonst prallt der Pfeil in die falsche Richtung ab. Geil. Hat sie mir denn auch Brandpfeile gegeben? Ja, tatsächlich. Na gut. Ah, ich muss zugeben, ich habe versucht, ihr zuzuhören, aber irgendwie habe ich schon wieder vieles verpasst. Na gut. Also, ich muss einfach schießen und dann... Wow. Dann muss ich irgendwie treffen und... Ja. Perfekt. Na bitte. Hoffen wir, dass das Feuer sich in den Mauern nicht ausbreitet. Jetzt lass uns sehen, was Daigala zu verbergen hatte. Oh, ich bin gespannt. So, okay, Brandpfeile, das ist eine geile Sache. Mal schauen, also. Achso, naja gut, die richten 12 Schaden an und meine so 6. Ja, dann benutze ich die doch gleich. Ich glaube nicht, dass ich die jetzt noch brauchen werde. Wobei, ich kann die ja immer nutzen, wenn ich zum Beispiel ein Pulver, also eine dieser Tonnen mit Pulver hinstelle und dann, wenn die Gegner quasi in die Nähe dieser Tonne rennen, kann ich die ja abschießen und dann explodiert sie wahrscheinlich. Das heißt, ich nehme doch mal lieber andere Pfeile und diese werde ich mal bei Gelegenheit ausprobieren. Okay. Also ich weiß nicht, ob das dann funktioniert, so wie ich mir das gedacht habe, aber wer weiß. Ah, hier. Wow, ein Spielzeugdrache. Spielzeug? Ah. Was sind diese blauen Flecken überall? Leerer Flakon. Auf mich wirkt das wie das Zimmer eines Mädchens. Daigala hatte Kinder? Keine, von denen man wusste. Es hieß immer, Daigala liebte die Medizin mehr, als er einen anderen Menschen jemals hätte lieben können. Aber wenn er eine Tochter hatte, dann hatte sie ja vielleicht auch mit seiner Flucht zu tun. Sehen wir uns mal um. Ah, okay. Lokalia. Mhm. Bilder. Irgendwelche Feen, die da rumfliegen. Altes Buch. Ah, na gut. Dann muss es doch für weitere Spielzeuge hier vielleicht was Interessantes. Unbekannter Reisender, manche Disziplinen, okay. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal uns dieses alte Buch an. Natürlich. Nein, bitte friss mich nicht. Tatsächlich. Der Vatür sah ihn spöttisch an. Und wieso nicht, Kleiner? Du bist schwach und ich bin stark. Seine Stimme klang rau wie von Flüsterbaumrinde und... Die Geschichte gefällt dir nicht, oder? Natürlich nicht. Als Mutter sie dir vorgelesen hat, mochtest du sie ja auch nicht. Und nein, ist sie tot? Aber weißt du was, mein Sternchen? Bald ist dir wieder warm. Und dann muss ich dir keine Geschichten mehr vorlesen. Dann kannst du rausgehen und die Welt selbst erkunden, mit deinen eigenen Füßen. Ich schwöre es dir, Maya. Ich schwöre es. Okay. Ich glaube, er ist tatsächlich dadurch an seine üblen Forschungen gekommen, weil er versucht hat, seine Tochter wahrscheinlich zu heilen. Also, Kalia, ich... Das Mädchen war tot, Zaira. Sie war tot. Wie, du hast sie doch nicht gesehen gerade, bitte? Hier steht es geschrieben. Daigalas Anschaffungen. Und rate mal, was er neben Tierkadavern noch alles eingekauft hat. Dunstblüten, Lavendel und Schattenknospenfett. Und alles davon fässerweise. Und was soll das bedeuten? Das sind die Zutaten für den Totenbalsam, mit dem die Kile ihre Verstorbenen bestreichen. Solange der Körper damit eingesalbt wird, setzt der Verwesungsprozess nicht ein. Die Kile benutzen ihn, bevor sie ihre Verstorbenen auf das Meer schicken. Aber Daigala hat in all den Jahren so viel davon herstellen lassen, dass ein gesamtes kileanisches Dorf für mondelang damit versorgt gewesen wäre. Und du hast doch gesagt, er habe seiner Schülerin aufgetragen, Salbe zu holen. Maya muss seine Tochter gewesen sein.
und sie ist an irgendetwas gestorben. Aber anstatt sie zu bestatten, hat er sie mit diesem Zeug konserviert wie ein Stück Pökelfleisch. Das ist furchtbar. Ah, das deckt sich mit meiner Vision. Das Mädchen hieß Maya Kalia. Und ich glaube, er hat versucht, sie irgendwie wieder zu beleben. Mit dem Engel. Darum hat er an ihm geforscht. Bleibt nur noch die Frage, wie genau er funktionieren sollte und was der schwarze Stein damit zu tun hatte. Zumindest haben wir jetzt einen Kandidaten für die Losung. Maya. Willst du hier noch etwas bleiben oder sollen wir wieder hinabsteigen? Gib mir noch kurz. Ich will mich noch ein wenig umsehen. Oder gehen wir? Ah, gut, Leute. Ich würde sagen, für diese Folge reicht es erstmal. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten. Ciao.